Herr Pandic, 3:0 verloren. Wie war das Spiel aus Ihrer Sicht? Ganz klar, 3:0 verloren. Der Gegner war klar uns überlegen. Er war stärker, läuferisch stärker. Wir haben halt einfach nicht das abgerufen, was wir letzte Woche gegen Olympia Herder abgeleistet haben. Deswegen zu Recht verloren. Lag es an der Leistung? Ja, an der Leistung und an der Konzentration. Wir haben einfach zu wenig gemacht. Wir sind zu wenig gelaufen und durch das jedes Mal ein Tick zu spät gewesen. Und ja, wenn man halt nicht im Kopf dabei ist, dann gewinnt man halt nichts. Sie waren vor dem Spiel in der unteren Tabellenmitte auf Platz 10. Was haben Sie sich für die Restsaison noch vorgenommen? Ja, mein Ziel war von Anfang an der Saison ein einstelliger Tabellenplatz. Mit 10 sind wir nicht weiter vorweg, aber zu Platz 9, 8 ist halt das, die Entfernung umso weiter gerückt. Aber wir werden nicht aufgeben bis zum letzten Spiel, um das Ziel zu erreichen. Ihr nächster Gegner ist dann Leopoldshafen, ein Gegner aus einem ähnlichen Tabellenbereich. Was wird das für ein Spiel und was denken Sie, wie man den Gegner packen kann? Ganz klar, wir können jeden Gegner packen. Bei uns ist halt immer das Problem, dass bei uns immer Leute fehlen, wo in Urlaub sind oder Ferien haben von, als Studenten. Wenn alle da sind, werden wir die ganz klar besiegen und wir haben vor keiner Mannschaft Angst.